So, herzlich willkommen hier im digitalen Lernlabor in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse. Neben mir steht André Dütter von Brockhaus. Sagen Sie, Brockhaus kennen wir doch irgendwoher. Ich dachte, Brockhaus gibt es gar nicht mehr. Ja doch, Brockhaus gibt es noch, lebendiger denn je. Wir sind seit gut 2 Jahren völlig in das Digitale, in die Online-Angebote reingegangen. Und so gibt es die Enzyklopädie und ein Jugend- und Kinderlexikon jetzt ausschließlich online. Und möglich ist das Ganze geworden durch die schwedische Unternehmen NI, eine Enzyklopädie in Schweden, genauso wie Britannica und Brockhaus auch mal war, ganz groß. Und ja, auf dieser Basis und mit diesem neuen Schwung gehen wir sozusagen hauptsächlich in den Markt der Schulen, aber auch der Bibliotheken als den außerschulischen Lernort. Das kann man so sagen, die Chinesen kaufen Volvo und dann brauchte man einen Ersatz und haben gesagt, okay, die Schweden kaufen jetzt den Brockhaus und jetzt machen wir das zusammen. Also arbeiten Sie zusammen oder also profitieren Sie voneinander, die deutsche Mentalität und die eher nordische Mentalität? Ja, definitiv. Also es lebt alleine schon durch verschiedene Sprachen, aber ja, die Produktentwicklung vor allem ist sehr eng mit den Schweden dort gemeinsam. Es gibt regelmäßigen Austausch und auch den Flug, das wirklich 1:1 reden, nicht nur online in die Medien, was wir haben. Und ja, wir lernen gegenseitig von den sehr unterschiedlichen Märkten, weil wir auch mittlerweile nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern auch in der Schweiz und in Österreich erst ganz neu sind. Okay. Nun sagt man ja den nordischen Ländern nach, sie sind, was digitale Medien betrifft, im Schuleinsatz ziemlich weit vorne. Vielleicht können Sie uns kurz auch so ein paar Zahlen einfach ein bisschen reinholen, wie das so bei Ihrer Mutter zu Hause in Schweden dann funktioniert. Mhm. Ja, gerne. Ja, das ist richtig. Schweden, wie auch die anderen skandinavischen Länder, sind uns, glaube ich, gerade uns Deutschen, die ja doch etwas weiter hinten herhinken und etwas nicht mehr drüber nachdenken, ein ganzes Stück voraus. So hat man Google dazu gebracht, eigene Bedingungen zu akzeptieren, gerade zum Thema des Datenschutzes und des Trackings. Und so hat jeder Schüler dort eine eigene Akte, eine eigene Marke, wo er eine Gmail-Adresse besitzt, so wie auch die Lehrkräfte. Und darüber ansprechbar ist, natürlich auch als Login für Angebote nutzt. Und 70% der Schulen in Schweden nutzen dort auch die Enzyklopädie. Das sind ungeahnte Möglichkeiten, aber auch eine interessante Problematik. Die Vorstellung, dass jeder Schüler in Deutschland einen Google-Account bekommt, also ich glaube, das kriegen wir in den nächsten 100 Jahren nicht hin. Und ob das wünschenswert ist, weiß ich auch gar nicht. Aber da will ich nicht weiter einsteigen. Lassen Sie uns zu den digitalen Medien gehen. Warum meinen Sie, brauchen Schülerinnen und Schüler so etwas wie ein digitales Nachschlagewerk? Weil das ist ja eigentlich Brockhaus. Ja, richtig. Ich glaube, das Nachschlagewerk ist genauso wichtig, wie es früher schon war. Ein schönes Beispiel, Schulbücher heute bilden auch immer noch einen roten Leitfaden, nicht nur für die Lehrkraft, wie sie den Unterricht gestaltet, auch für die Schüler. Wörterbücher und Atlanten gibt es trotz Google Maps und kostenlosen Angeboten wie von Pons und Leo Dictionary immer noch, weil ich doch diese Sachen auch in Buchform gerne nachschlage. Und genauso ist es eigentlich mit einer Enzyklopädie, die nicht das ist, was Wikipedia oft in seinem Unternamen freie Enzyklopädie äußert. Denn Wikipedia ist doch mehr mittlerweile ein Fachlexikon von den Inhalten, von den langen Artikeln, als wirklich eine Enzyklopädie, die nämlich kurz, prägnant das Wichtigste zusammenpackt und mir erstmal die Möglichkeit gibt, als Lernender ein Thema in einer Art Wissensgerüst schnell zu erfassen. Mal ganz abgesehen natürlich von der sicheren Quelle, der sicheren Umgebung, die wir sind. Denn wir sind werbefrei, nicht profilgesteuert, wie auch viele Suchmaschinen und bieten so den idealen Einstieg eigentlich in die Recherche. Das kann ich gut nachvollziehen, wenn man Kinder beobachtet, wie sie mit Wikipedia arbeiten. Sie haben je nach Alter natürlich große Schwierigkeiten, auch mit den teilweise sehr, sehr fachlich, natürlich möglicherweise exzellenten, aber auch schwer zu verdauenden Texten zu arbeiten. Ich glaube, jungen Menschen wird das Mut machen, zu sagen, hey, wir kriegen kurze kleine Häppchen von Brockhaus, das ist total vertraute Marke, 200 Jahre alt. Wie schätzen Sie den Markt in Deutschland ein? Wie schnell wird es gelingen, auch solche Produkte hier besser zu platzieren, weil im Moment existieren sie ja fast noch gar nicht. Ja, das ist richtig. Wir sind auch schon ein paar Monate oder will nicht sagen Jahre auch dran, sozusagen das selber rauszukriegen. Wir begleiten die Schulen, nicht nur Pilotschulen, sondern auch die, die sich letztlich entscheiden, diesen mutigen Schritt Online-Inhalte anzubieten, der Schule gehen, indem wir nicht nur Informationsblätter zur Verfügung stellen, sondern wirklich auch mit einem Workshop in das Thema ein bisschen einführen. Ich glaube, das eigene Suchen nach Informationen muss man nicht erklären. Dort ist der Suchschlitz, Online-Suche, dem sozusagen angepasst. Aber die Schüler natürlich sehen das eher als eine Nebenquelle oder vielleicht manchmal auch als das notwendige Muss, wie auch in einem Buch zu suchen. Denn natürlich sind mit YouTube und Wikipedia die ersten Quellen, die einfach ihre Anlaufstation sind. In dem Moment wird eine Enzyklopädie nicht mehr der Startpunkt, sondern dann eigentlich zur Quellenkritik und als wichtige Bezugsquelle
wichtig, damit man dort rausfindet, ob das, was der YouTuber gesagt hat oder das, was ich in meinen sozialen Medien finde, auch wirklich stimmt. Das wäre meine nächste Frage noch gewesen, zu sagen, wir sind ja in einer verrückten Welt. Also es entstehen sehr schnell neue soziale Netzwerke, immer mehr interessante Medienformate entstehen, auch wenn man Musical.ly anschaut. Also wer hätte gedacht, dass Posen auf Musikstücke mal so ein großer Trend wird. Und Sie kommen jetzt daher mit so einem verbrieften, guten Lexikon, mit guten Inhalten für die Zielgruppe angepasst. Wie gehen Sie mit diesen neuen, auch multimedialen, schnellen, auch teilweise tatsächlich ein bisschen, ich sage immer schmutzig, also ein bisschen wenig geprüft und so ein bisschen laxeren Anforderungen. Wie gehen Sie damit um? Richtig. Also wir sagen nicht, alle diese laxen und etwas, wie Sie gerade sagten, vielleicht etwas schmierigen oder wie man sagt, anfassen Inhalten, die wollen wir gar nicht verteufeln, sondern wir sagen, nein, man muss mit ihnen umgehen lernen. Denn ich glaube, das, was heute in den sozialen Netzen ist, diese Filterblase teilweise, in der wir uns auch drin bewegen, muss einfach ein bisschen aufgebrochen werden, braucht eine, wie gerade vorhin auch gesagt, Bezugsquelle oder einen Kritikpunkt. Und das kann eine 200-jährige Enzyklopädie mit immer noch einer eigenen Redaktion mit geprüften Qualitätsprozessen durchaus bieten. Das Ganze außerdem wird dann spannend, wenn man Schülern zeigen kann, was man mit diesem Wissen, was man sich neu angeeignet und selber hat, auch verwirklichen kann. Denn PowerPoint-Präsentation ist heute eigentlich out. Heute mache ich es entweder aktiv in einem Film, in dem ich einen Stop-Motion-Film habe, in dem ich virtuelle Ausstellungsräume habe. Und da versteht sich die Enzyklopädie von Brockhaus auch als eine Art Medienpool, die dann rechtssicheren Inhalt gibt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich freue mich darauf, dass Brockhaus wieder in Deutschland auch präsent ist. Dauert vielleicht ein kleines bisschen, ehe auch der Markt dafür reif ist, wieder einzusteigen. Vielen Dank für das Interview hier im digitalen Lernlabor auf der Leipziger Buchmesse. Ja, vielen Dank.